Na klar, wa? Wie war dein Besuch auf dem Biobauernhof? Gut, guck mal, was ich mitgebracht habe. Weißt du, was das ist? Eine Blume? Ja, und zwar eine blühende Möhre. Und das sind Samen, die durften wir mitnehmen zum Aussehen. Die sind aus Biozüchtung und Samenfest. Samenfest heißt, dass man die wieder aussehen kann und es kommen wieder die gleichen schönen Möhren heraus. Das ist bei vielen Möhrensorten nicht mehr möglich. Deshalb züchtet der Bauer neue Sorten extra für den Bioanbau. Also es ist so, früher hatte jeder Bauer sozusagen seine eigenen Sorten Möhren. Salat, Kohlrabi, eben die Sorten, die dort besonders gut gewachsen sind. Heutzutage gibt es nur ganz wenige samenfeste Sorten zu kaufen. Aber das wissen die meisten gar nicht. Der Bauer Arne kümmert sich darum, dass es wieder viele verschiedene samenfeste Möhrensorten gibt. Außerdem brauchen wir Gemüse, das gut mit dem Klimawandel klarkommt, hat er gesagt. Darum züchtet er Möhren, die vertragen, wenn es mal länger trocken ist oder viel regnet. Das dauert ganz viele Jahre, aber dadurch lernt die Pflanze, sich an das Klima anzupassen. Klasse, oder? Und weil die Möhren immer auf dem Biofeld wachsen, ist das Bio von Anfang an. Du hast ja letztens gesagt, dass du Gentechnik nicht gut findest. Der Bauer Arne hält auch nichts von Gentechnik. Der macht alles in seinem Gewächshaus oder auf dem Feld und nichts im Labor, damit die Pflanzen sich ganz natürlich entwickeln können. Dadurch kriegen sie nicht so schnell Krankheiten und müssen nicht gespritzt werden. Stell dir vor, stattdessen fressen Marienkäfer die Schädlinge auf. Wenn er eine neue Möhre züchten will, schaut er erstmal ganz viele Sorten an und entscheidet dann, welche Eigenschaften die neue Sorte haben soll. Ihm ist ganz wichtig, dass sie gut schmeckt und viele Vitamine und so hat. Dann lässt er die Möhren blühen. Das sieht dann aus wie die Blume, die ich mitgebracht habe. Die Blumen lässt er dann von Insekten bestäuben. Und bis eine neue Sorte fertig ist, dauert es ungefähr 15 Jahre. Aber es lohnt sich. Im Hofladen haben wir ein paar Sorten aus Biozüchtung gesehen und durften auch welche probieren. Die wären echt lecker. Bauer Arne hat gesagt, man findet die Sorten auch in anderen Bioläden, in ganz Deutschland. Papa, lass uns bitte auch öfters Gemüse aus Biozüchtung kaufen. Das schmeckt richtig gut und sieht so schön lebendig aus. Ganz natürlich. Sorten aus Biozüchtung fördern die Vielfalt auf unseren Äckern und Tellern. Außerdem verhelfen sie LandwirtInnen und KonsumentInnen zu mehr Unabhängigkeit von großen Saatgutkonzernen, die weltweit bestimmen, was wir essen. Es geht darum, die Freiheit über unsere Lebensmittel zu erhalten. Für unsere Großeltern, Eltern und uns Kinder.